Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 4. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Rosenheim-Salzburg und haben heute die Aufgabe, unsere Regionalbahn von Prien am Chiemsee bis nach Rosenheim zu fahren. Dort kommt schon der Gegenzug reingefahren und ja, wie gesagt, wir haben heute die Aufgabe, diese Regionalbahn bis nach Rosenheim zu fahren von Prien am Chiemsee. Da schieben wird uns die gute alte BR111 in diesem wunderschönen Repaint blau-beige. Da kommt sie auch, wie gesagt, im gleichen Farbkleid reingefahren. Hinten dran unsere Dostos in einem speziellen Aussehen. Und zwar fahren wir den München-Salzburg-Express. Und hinten dran da, wie gesagt, auch unser Steuerwagen. Und da ist auch was Besonderes, denn, das werdet ihr jetzt sehen, zwar fahren wir für das Bahnland Bayern. Wir fahren für dich Bahnland Bayern, Zeit für dich. Ich weiß gar nicht, hat der das auch dran? Das würde mich jetzt mal interessieren. Tatsächlich, da hat der KI-Verkehr das direkt auch. Das ist sehr schön. Das ist nämlich aus dem Mod-Paket, was ich euch im gestrigen Video vorgestellt habe. Und ja, der hat das auch dran. Fährt auch der München-Salzburg-Express, also das ist der Gegenzug, der fährt, wie gesagt, dann auch bis Salzburg. Das ist der Regionalexpress, wir fahren die Regionalbahn. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, die Leute einsteigen zu lassen. Und ja, mit diesem wunderschönen Panorama hier ist das wirklich atemberaubend schön. Eine wunderschöne Strecke, das muss man wirklich sagen. Es gibt so viele schöne Strecken in diesem Spiel. Bald wird eine dabei dazukommen, Frankfurt-Fulda im TSW 5, gar nicht mehr so lange. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, machen wir hier noch ein schickes Foto und dann fangen wir an, hier unseren Zug aufzurüsten und die Leute einsteigen zu lassen. Und ja, los geht's. So, sollten erstmal die Türen entriegeln, dann machen wir natürlich erstmal hier. Natürlich haben wir auch die Mod, den Sound. So, eigentlich sind wir schon so weit verbreitet. Müssen jetzt eigentlich nur noch die Lichter einstellen. Normal, genau. Ja. Zugsicherungssysteme sollten wir vielleicht noch einstellen. So, und dann sind wir abfahrbereit. So, der RE hat auch gleich Ausfahrt, würde ich mal sagen, wenn die hier alle ausgestiegen sind. Ach, guck mal. Da kommt ein Güterzug. Wie schön. So, wir sollen bis 12:51 Uhr warten, das tun wir. Wunderschön, wunderschön. Und deswegen haben wir nämlich auch ein Rot, wenn der natürlich erstmal Vorfahrt hat. So, der RE hat Ausfahrt. So, und wir haben jetzt noch gute 15 Sekunden. 16 Sekunden, jetzt sind es noch 11 und dann dürfen wir auch vorausgesetzt das Signal spielt mit. Und natürlich die Dampfeisenbahn, die darf natürlich nicht fehlen. Ihr habt sie gehört, sie macht sich auch noch mal eben bemerkbar. Wir dürfen die Türen verriegeln. Und dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. So. Kommen wir grün oder haben wir den? Ne, noch haben wir keinen grün. Daran wird der Güterzug schuld sein. Dann warten wir die Zeit halt noch ab. Sollten aber trotzdem Bremse. So. So, wir können ja die Zeit noch mal kurz nutzen. Und da ist sie nämlich, die gute alte Dampfeisenbahn. Wunderschön, wunderschön. So, wir haben trotzdem noch rot. Das ist doch jetzt blöd.
Da bist du doch mittlerweile irgendwie mal weggekommen sein, oder? Also das ist ein offizielles Fahrplanszenario. Also ich habe den nicht gespawnt oder so. Das ist ein ganz normales Fahrplanszenario. Da fährt er. Also den kann ich ja nicht, den könnte ich schon entfernen, aber das ist, wie gesagt, ein offizielles Fahrplanszenario. Er fährt auf unserem Fahrweg. Das ist das Problem. Aber kann man im Fahrplanszenario, also im ganz normalen offiziellen Fahrplanszenario, auch die Züge entfernen? Das hatte ich jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm. Aber gut, das ist anscheinend möglich. Warum sollten wir? So, manche Dinge erledigen sich doch von ganz alleine. So, dann würde ich sagen, los geht's. Nächster Halt, Bad Endorf. Uns befreien. Schön. So, 60 bisher. Dann aber auch gleich schon wieder rot. Das ist doch mal schneller, aber das bringt eigentlich nichts, weil wir gleich rot haben. So, ja, die müssen wir ja auf Null laufen lassen. Sonst beschleunigt der nicht mehr. Das war ja bei der 111 so. Stimmt, wollte schon sagen, immer stimmt doch hier nicht. Aber wir brauchen jetzt auch nicht groß beschleunigen, weil wie gesagt, die 2 Kilometer haben wir schon rot wieder. Ist eigentlich jetzt Energieverschwendung. Pünktlich kommen wir wahrscheinlich eh nicht. Ach, jetzt haben wir grün, dann können wir auch schalten und ist mittlerweile auf Null gelaufen. So, 10 immerhin. Dosto bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Also so ein Regionalzug. Also in letzter Zeit viel, viel Fernverkehr gefahren. Da habe ich mir gedacht, da ja dieses Modpaket seit gestern veröffentlicht ist, können wir doch mal ein schönes, schickes Szenario fahren mit einem Nahverkehrszug. Das ist doch auch mal wieder was Feines. Auf einer der schönsten Strecken hier im TSW. Das jetzt pünktlich schaffen? Gute Frage.
gute Frage. Aber ich wusste nicht, dass man im offiziellen Fahrplanmodus, im offiziellen Fahrplan, die Züge entfernen kann, also die KI-Züge. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, also. Habe ich wieder was Neues dabei gelernt. Auch nicht schlecht. Da kann man ja auch Züge spawnen, kann man ja eben nicht. Weil man ja in diesem Zug sitzt. Das kann man eben nicht, genau. Aber wenn man jetzt diesen Zugdienst hier beendet hat, sagen wir mal, also das Szenario beendet hat und dann weiter aufs freie Spiel geht, dann müsste das doch eigentlich gehen. Müsste ich mal am Ende ausprobieren. Dann, dass man dann im offiziellen Fahrplan auch Züge spawnen kann. So, nächster Halt, Bad Endorf. Ich finde, der Fahrsound hört sich auch richtig gut an. Wie als wenn ich in meinem Heimatzug sitze und wir auch so auf Geschwindigkeit sind. Also richtig, richtig schön, muss ich wirklich sagen. Ja, wir kommen ein bisschen später an. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt nicht unbedingt die volle Geschwindigkeit gefahren bin, die wir hätten fahren dürfen. Aber wie gesagt, wir hatten ja das rote Signal und deswegen sei's drum. Noch einigermaßen pünktlich. Ein paar Sekunden langsamer, später da. Ups, ein bisschen übers Ziel hinaus. Ein bisschen. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Wir mal einen kleinen Schnupperkurs machen. Ja, hier sitzt der ein oder andere Fahrgast. Wo jetzt, wer weiß, wie besetzt ist, das ist der Zug auch nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Mal schauen, ob hier mehr ist. Ah. Sieht jetzt aber so aktuell nicht danach aus, als ob jetzt hier besonders viel los ist. Naja, ist ja auch. Gerade sagen, gehen noch die Türen zu. So, wir lösen die Bremse. Dann ist der nächste halt schon Rosenheim. Wunderschön. Schön, wunderschön.
So 13:11 Uhr werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Aber dem ist dann halt so. Wenn es mal genau an die Geschwindigkeit fahren ungefähr. Gucken, ob wir das dann vielleicht noch einholen. Problem ist, hier geht es stark bergab. Das ist das Problem. Mal eigentlich die Leistung wegnehmen. Nur so ein bisschen mit der Bremse spielen. 1,1% Gefälle. Bietet sich das an, dass man die Leistung wegnimmt bzw. komplett ausschaltet, den Leistungshebel und damit die Bremse so ein bisschen hantiert, wobei wir dann gleich auch schon 140 fahren dürfen. So, die dürfen ja 160, wie ihr hier oben unschwer erkennen könnt. Kann mir denn jemand sagen, wie schnell die 111 fahren darf? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Wunderschön, wunderschön. Dann fahren wir mit unserem München-Salzburg Express von Prien am Chiemsee bis nach Rosenheim. So, wer war denn da jetzt am Hupen? Ich habe nichts gesehen und ich. Wer war denn da jetzt am Hupen? So, dürfen jetzt hier im Moment 140. Da können wir schon mal aufschalten hier. Versuchen wir das mal hinzubekommen. Vielleicht kommen wir ja doch noch pünktlich in Rosenheim an. Dass wir das jetzt ein bisschen rausfahren hier. 6 Minuten haben wir noch. Für 8,8 Kilometer. Sollte eigentlich reichen. So, dass wir hier keine AFB haben, das merkt man schon allein daran, oder das merkt man spätestens hier an den Gefälle, dass man hier so ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen muss, mit der Bremse und so weiter, mit dem Leistungshebel, dass man nicht zu schnell wird, und das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt.
Ich habe es jetzt mittlerweile rausgefunden. Der Trick ist, dass man nicht abschalten darf, weil dann wird man zu langsam. Also man muss die Geschwindigkeit so ein bisschen halten, also die Fahrstufen. Und so ein bisschen rausfinden, welche die beste ist, um die Geschwindigkeit einigermaßen zu halten. Also dass man nicht zu schnell wird, aber auch nicht zu langsam. Also das kann man eigentlich ganz gut mit der 111 machen, finde ich. So, jetzt müssen wir sowieso bremsen, weil wir nämlich gleich 80 haben. Und auf jeden Fall, Hauptsignal kommt zum Quittieren, dass wir die Geschwindigkeitsveränderung wahrgenommen haben. Mit Sicherheit. Ja, da ist es nämlich schon. So, es hätte man fast eine Sieferzwangse gehabt, weil ich vor lauter Wachsamkeitsdrücken nicht mehr auf die Siefer geachtet habe. Das wäre beinahe richtig schief gegangen. Aber ich habe es gerade noch so abgefangen. Ich muss so ein bisschen dagegen anbremsen. Gleich unter 45. Spätestens jetzt ab dem gelben Vorsignal wird auf jeden Fall hin. So, das killt uns jetzt absolut. Jetzt schaffen wir es definitiv nicht mehr pünktlich. Ach, seht man, EC. Jetzt haben wir wieder grün. Wieder aufschalten. Die Frage, rettet uns das jetzt bis zum Bahnsteig oder ist das rote Signal Feuer? Das ist jetzt die große Frage. So, das ist nicht rot, das ist definitiv, jetzt ist grün. Jetzt könnten wir es pünktlich schaffen. Ach Gott, wir haben gleich 60. Ganz ruhig. Ganz ruhig, jetzt ganz ruhig. Was ist denn jetzt hier kaputt? Von wegen, wir können beruhigt aufschalten und durchfahren bis zum Bahnsteig. Das war ein Irrglaube. So. Jetzt ist hier gerade ein bisschen Action. Aber so lieb ist ja. So. 60 haben wir jetzt überhaupt erstmal, da sind wir erstmal safe. Gleich 50. Aber ich schaffe es eh nicht pünktlich, das ist eigentlich auch egal jetzt. So. Das können wir hier nochmal quittieren wegen dem roten Hauptsignal. Oder auch nicht. So, können wir eigentlich runtergehen auf unter 45, damit wir auch sicher sind. So.
Wir kommen aber sehr spät an. In Bad Endorf waren wir noch einigermaßen pünktlich. Wir in Rosenheim ist echt jetzt. Kommen wir aber ordentlich zu spät an. Naja, dem ist dann halt so. Ich kann es auch nicht ändern. Da steht der Autozug. Der hat uns vorhin in Prien überholt. Als wir auf Ausfahrt gewartet haben. Meine Güte, manchmal. Die das auch manchmal so. Wortfindungsstörung oder sowas, wie sich das auch immer nennt. Wahnsinn. So. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen, sonst kommt jetzt auch schon viel zu spät. Hätte ich normalerweise vorher sagen müssen. So, da wären wir. Dann entriegeln wir links die Türen. Leute, was ist denn los heute? So, das war unsere Fahrt mit dem München-Salzburg-Express von Prien am Chiemsee bis nach Rosenheim. So, und der Autozug hat Ausfahrt, Weiterfahrt. Wohin auch immer. Wahrscheinlich weiter nach München in die Richtung. Dieser Zug hat auch noch Weiterfahrt bis nach München. Es ist ja immerhin der München-Salzburg-Express. Aber für uns endet die Fahrt hier in Rosenheim. So, wie gesagt, dann versuchen wir das jetzt noch mit dem Zugespron hier im offiziellen Fahrplanmodus. Würde mich jetzt mal interessieren, wie wir zurück aufs freie Spiel gehen. So, wir haben 97,5 Punkte Abzug wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich finde, das geht eigentlich noch. Also da habe ich schon mehr Abzug gehabt bei anderen Szenarien. Wir haben immerhin noch Diamant erhalten, trotz dass wir uns so dermaßen verspätet haben. Also geplant war hier 12:59, da waren wir 13 Uhr und hier waren wir uns ganze 2 Minuten vertan, also verspätet. Und dafür immer noch Diamant zu erhalten, finde ich persönlich hier sehr schick. So, wie gesagt, dann versuchen wir da mal hier im freien Spiel jetzt Zug zu spawnen. Ja, wir können nur die Türen entriegeln, was wir ja gar nicht wollen. Aber wir können Züge entfernen, aber keine spawnen. Der dann noch irgendwie Weiterfahrt hier? Oder bleibt die hier stehen? Weil normalerweise haben wir ja keinen. Sind wir ja von diesem Zug entbunden jetzt? So, hier sitzt keiner. Was ist denn, wenn wir jetzt aussteigen? Dann müsste das ja eigentlich gehen. Stimmt, wir waren auch in dem Zug, deswegen geht das nicht. Ging das nicht? So, schließen wir die Tür mal wieder. Können tatsächlich einen Zug hier hinstellen mit offiziellen Fahrplanmodus. Das ist doch mal was Schönes, finde ich. Das ist doch mal wirklich sehr, sehr schön. Hier angezeigt, an einem Ort anhalten. Hä? Welchem Ort? Wir sind doch von dem Zug entbunden, oder sehe ich das? Wir hatten doch den Rosenheim. Hä? Muss ich jetzt nicht so ganz raffen. 1,1 Meter, wie angezeigt. Aber
an einem Ort anderen. Hä? 1,1 Kilometer. Was ich das jetzt verstehen? Wieso? Wir sind noch gar nicht fertig. Doch, wir waren doch fertig. Ja, der fährt ja auch weiter. Wir waren doch schon fertig mit dem Szenario. Wir haben doch schon die Bewertung gehabt. Aber wieso zeigt er uns jetzt an, dass wir anhalten sollen an einem Ort? Verstehe ich nicht so ganz, aber... Lassen wir das. Schauen wir mal in die Karte. Wo soll denn das sein? Da. Hält der da jetzt an oder fährt der durch? Oder? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was läuft denn jetzt hier falsch? Weil wir hatten doch die Bewertung. Da ist doch normalerweise, sind wir doch dann durch mit dem Szenario. Gespannt, ob der da jetzt hinfährt. Oder ob der durchfährt. Hier muss der hin. Der fährt da hin. Bleibt der dann ja stehen, ja? Aber unsere... Die Kilometer verringern sich nicht. Raff ich jetzt nicht so ganz. Aber ist egal, lassen wir das. Gespannt, ob der da jetzt anhält. Route entfernt. Wir haben doch gar keine Route gelegt. Ich verstehe das nicht. Der hält da tatsächlich an. Jetzt haben wir noch eine Bewertung. Jetzt blicke ich nicht mehr ganz ab hier. Hä? Also wenn ihr dazu eine Erklärung habt, dann schreibt sie bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Ich blicke hier nicht mehr durch gerade. Warum haben wir jetzt nochmal eine Bewertung bekommen? Warum mussten wir... Ich verstehe das nicht. Hä? Ich raff's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, eine Idee habt, schreibt sie bitte, bitte in die Kommentare, weil ich habe keinen Plan mehr. Der Zug wurde von KI gesteuert und wir haben die Auszeichnung bekommen. Kann man so machen. Was ist hier los? Was ist hier los? So, wir fahren den Zug jetzt zurück bis nach Prien, würde ich sagen. Wenn wir schon die Zeit haben, dann machen wir das doch. Wir auch schon länger nicht mehr gefahren, den EC. Mal gucken. So, mal hier die Lichter an. Genau. Wir haben keine ferngesteuerte Lokomotive, also lassen wir das so. Na komm. Zack, zack. Zack. Genau. AFB. Das ist so ein bisschen doof bei diesem Fahrzeug. Muss ich ehrlich sein, dass man hier so scrollen muss. Aber naja, ist halt so. So. Da legen wir uns noch eine Route. Bis hier. Bad Endorf. Das ist auch okay. So, wir stellen die AB noch auf 40. Zack. Dann würde ich sagen, geht's. Also. Zug B1 ist
Sitzen sogar Leute drin, obwohl das ein gespannter Zug ist. Das ist eben der Vorteil im Original-Fahrplanmodus. So, dann fahren wir jetzt zurück 15 Kilometer rüber bis nach Bad Endorf. Sehr, sehr schön. Vom RE oder von der RB, den EC. Schön. So, 100. Beziehungsweise gleich, ach, können wir auch 80. Nee, gleich 80. Wunderschön. Wunderschön. Fahren wir hier mit unserem ÖBB. So, wie gesagt, gleich 80 für einen kurzen Moment, dann dürfen wir hochbeschleunigen auf 140. Ach, schaut mal, wunderschön. Der Sound von der Taurus ist ja sowieso einmalig. Also kann ich sagen, wer will. Ich finde den wirklich vom Sound her, finde ich die richtig, richtig gut. So, jetzt müssen wir auf 140 beschleunigen dürfen jeden Moment. Ich denke mal, wenn wir mit dem Wagen gerade gezogen haben. Der ist es soweit. Und da kommt uns der München-Salzburg-Express entgegen. Geschoben von der guten alten BR111. Ja, die sind hier laufend unterwegs. Könnte jetzt ein RE, könnte aber auch eine Regionalbahn gewesen sein. Ach, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Wunderschön. Einfach traumhaft. Die ist auch schön leise, die Lok. Also wirklich. Auch in den höheren Geschwindigkeiten, man hört die so gut wie gar nicht. Also es ist wirklich phänomenal. Das ist aber auch wiederum das Gefährliche im Vorbild. Für alle die vielleicht immer noch darauf stehen, sich im Gleis aufzuhalten, mit der besten Freundin, Selfie und so weiter. Man kennt es. Und dann hat man mal ein Gefühl dafür, wie leise die Züge eigentlich sind.
Und dann hat man keine Chance mehr zu reagieren. Bevor man den dann wahrnimmt, ist es zu spät. Vor allem in den höheren Geschwindigkeiten, so ab 200 km/h aufwärts. Das ist, bis der gebremst hat, seid ihr in Stücke zerfetzt. Es ist einfach so. So grausam es klingt, es ist so. Es ist wirklich so. So, 8,8 Kilometer noch. Wie weit ist es eigentlich noch bis Salzburg? Ist das noch weit? Oder schon noch ein Stück? Doch, nee, das machen wir nicht. Das ist schon noch ein ganzes Stück. Sind dann mehr auf der Hälfte von Rosenheim als auch von Salzburg. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie in der Mitte oder schon zumindest so in der Nähe von Salzburg, aber das ist schon noch ein ganzes Stück. Das hat keinen Wert. Ach, schicken IC wenigstens mit Steuerwagen? Nee. Doch, doch, war mit Steuerwagen. Im letzten Moment hat man es gesehen. Aber wie gesagt, das gerade da in Rosenheim, das habe ich nicht so ganz begriffen, dass wir da zweimal eine Auswertung bekommen, zweimal eine Aufgabe hatten praktisch. Vor allem, wir hatten ja überhaupt keine Steuerung mehr über den Zug. Gut, ich hätte den da hinfahren können, aber was hätte mir das gebracht? Die Auswertung habe ich ja trotzdem bekommen und die Medaille verstehe ich nicht so ganz, aber. Ach du Scheiße, sind ja viel zu schnell. Ah. Ja, ich weiß. Jetzt war ich zu schnell. Ich hab. Ach, scheiß Gelaber. Egal, was war das? Das 5 Kilometer vor Schluss. Ja. Das war jetzt meine Schuld. Ich war zu schnell. Scheiß Laberei. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich mal eben die Bremsen lösen hier. So, Bremse lädt sich auf. Können wir gleich weiterfahren. Das war jetzt komplett meine Schuld. Da habe ich durch das ganze Gelaber jetzt nicht auf den Streckenmonitor geachtet und dementsprechend natürlich dann war ich mit 140 natürlich zu schnell, das ist klar. Das ist klar. Aber dann können wir uns den Sound nochmal anhören. Das ist doch auch mal was, oder? Hat ja auch was sein Gutes. So. Wunderschön. Wunderschön. So, dann sind es keine 2 Wochen mehr. Dann geht es für mich wieder auf Tour. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, wo es hingeht. Müsstet ihr eigentlich, wenn ihr gut aufgepasst habt und mal kürzlich in die Community geschaut habt, dann solltet ihr das mitbekommen haben, wohin es geht.
Wann ist allerdings noch ein Geheimnis? Auch das werdet ihr noch erfahren. So. Dann nächste halt Bad Endorf. So, wir mussten jetzt von der Regionalbahn hier in den Fernzug rein, weil der Lokführer, der den hier eigentlich fahren sollte bis Salzburg, ausgefallen ist, kurzfristig krank geworden. Und es war jetzt hier in Rosenheim kein anderer Lokführer zur Stelle, beziehungsweise konnte da nicht so schnell hinkommen. Und da hat man mich gebeten, die Fahrdienstleitung, ob ich jetzt den Zug hier kurzfristig, zumindest bis Bad Endorf, übernehmen könnte. Da ist ein Kollege dann vor Ort, der den weiter bis nach Salzburg fährt. Und da bin ich natürlich bereit erklärt, den EC jetzt hier weiter bis nach Bad Endorf zumindest zu fahren. Die 15 Kilometer können wir uns schon noch dazu bereit erklären, finde ich. Und das haben wir dann schnell gemacht. Sind ja nicht so, ist ja noch früh am Tag. So, dann sind wir schon angekommen in Bad Endorf. Wunderschön. Wechseln wir hier einmal das Gleis, damit wir die Durchfahrtsgleise auch frei halten. Die Fernzüge und so weiter, beziehungsweise die durchfahrenden Züge da keine Einschränkungen haben und die Güterzüge fahren wir hier aufs Außengleis. Dann halten wir in Bad Endorf hier. Ob ich überhaupt ganz reinpasst, ist die nächste Frage, aber naja, schauen wir mal. Türfreigabe. Wobei, Türfreigabe. Türfreigabe. so lang sind wir jetzt auch nicht. Und das ist schon ein ziemlich langer Bahnsteig, finde ich. Also Ziffer. Ziffer. so, wir fahren bis zur Bahnsteigspitze, das sind immerhin noch 130 Meter. Wunderschön. Dann öffnen wir die Türen. Was mich jetzt gleich interessieren würde, das probiere ich gleich auch noch aus. Öffnet ihr überhaupt die Türen? Tatsächlich. Und wenn wir jetzt einen gespotten Zug hier haben, hinsetzen und für den Zugdienst nicht antreten, also den abgeben, ob dann KI-Lokführer den Zug, den unseren gespotten Zug dann weiterfährt. Das würde mich echt mal interessieren. Eigentlich können wir ja aussteigen. Passiert ja doch nichts mehr. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Das können wir noch kurz probieren. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Jetzt hier einmal über die Gleise. So. Wenn wir jetzt einen neuen Zug nehmen und uns da reinsetzen, da müssten wir ja eigentlich den Zugdienst da abgeben, weil wir ja einen neuen Zugdienst annehmen. Und da bin ich gespannt, ob der dann von dem KI-Lokführer weitergefahren wird.
Das wäre natürlich mega geil. Das wäre auch noch so eine Sache. Das könnten wir vielleicht eben testen. Gleichen Zug nochmal. Das glaube ich am einfachsten. Genau. Dann setzen wir uns hier rein. Jetzt nehmen wir den. Hier steht ja, möchten Sie den Zugdienst blablabla verlassen, stattdessen dieses Schienenfahrzeug steuern? Ja. Aber das scheint hier anscheinend stehen zu bleiben. Oder der hat noch rot und wartet auf Ausfahrt. Das kann natürlich auch sein. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob überhaupt hier jetzt jemand drin sitzt in der Lok. Da ist jetzt keiner drin. Also wird hier wahrscheinlich auch keiner fahren. Würde ich jetzt mal tippen. Halten wir hier überhaupt den Verkehr auf? Das ist jetzt die nächste Frage. Und bis jetzt. Glaube ich. Nicht hier zumindest nicht. Von der Seite kommt keiner. Doch, da kommt was. Ja, der hat gleich ein Problem, wenn der hier halten will. Und da ist, glaube ich, erstmal soweit nichts im Anmarsch. Aber anscheinend wird das nicht gehen, dass jetzt der KI-Lokführer den Zug weiterfährt. Schade eigentlich, das hätte mich jetzt noch interessiert, aber naja, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, ich würde sagen, das war es dann soweit mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche. Jeden Tag ein Stückchen näher an TSW 5 ran und ja. 17.09.2024 ist es soweit. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Das war unsere kleine Reise mit dem München-Salzburg-Express und mit dem EC. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Schwieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.